Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute geht die Reise einmal mehr ins Land der aufgehenden Sonne und zwar nach China zum High-End-Hersteller WE Knives und ich habe das Reaver Blue Limited Edition mitgebracht. Ja, das Reaver ist wirklich ein spannendes, sehr futuristisch gehaltenes Klappmesser, Taschenmesser. Futuristisch, wie man das so von WE kennt, denn die haben ja wirklich Designs, die ja echt abgefahren, spacig teilweise daherkommen, wohl aber auch eine echte Praxistauglichkeit aufweisen in aller Regel. Ja, beim Reaver handelt es sich in diesem Fall um ein modernes EDC-Messer. Ist ein Klappmesser. Wir haben hier einen hochwertigen Titangriff beidseitig in diesem coolen, ja, Blue Stonewashed, würde ich fast sagen, oder Black Blue Washed gehalten. Wir haben einen Titan Framelock Folder. Hier sehen wir die Schraube für das kleine Stahl-Inlay, damit der Framelock wirklich auf lange Sicht gut hält und keine Abnutzungsspuren bekommt. Ja, und das Design zeichnet sich in diesem Fall natürlich durch diese Klinge aus, die in dem Fall eine, ja, ich würde mal sagen, modifizierte Cleaver-Klinge ist. Also wie bei einem Hack- oder Haumesser ist diese Klinge geformt. Natürlich in dem Fall bedeutend filigraner und schlanker. Also für den Taschenmesserbereich tatsächlich dann auch optimiert. Und ja, ihr seht schon, die Klinge hat einen schönen langen Klingenbauch. Das heißt, ziehende Schnitte sind mit diesem Messer kein Problem. Es kommt auch wahnsinnig scharf out of the box mit diesem coolen, ja, Two-Tone-Finish. Wir haben hier oben einmal satinierten Klingenteil, der Fuller sowie die Klinge selber sind dann in diesem Blackwash gehalten. Ja, und weil eine normale Produktvorstellung sozusagen ja fast schon langweilig ist, gehen wir in diesem Video einfach mal auf drei Pros und drei Kontras zu diesem Messer ein. Allerdings werde ich das aus meinem persönlichen Blickwinkel berichten, das heißt, das ist jetzt nicht zwangsweise auf jeden anderen anwendbar, aber gibt mal einen ganz guten Einblick. Ja, also fangen wir doch einfach mal mit den Pros an. Was mich persönlich total abholt bei diesem Messer, genauso auch bei der anderen Farbvariante von dem Messer, ist tatsächlich die Optik. Mich erinnert es irgendwie an den Film Alien. Ja, aber auf eine positive Art und Weise. Also es hat was Modernes, Futuristisches, Verspieltes, aber dennoch ist es ja recht dezent und nicht aufdringlich. Auch wenn ich selber zum Beispiel nicht der größte Freund von blauen Messern bin, das wäre jetzt auch theoretisch eins meiner Kontras gewesen, aber so finde ich, in dem Fall ist das einfach total cool gelungen. Also mit dieser, ja, Melange aus Blackwash und dann eben dieser blauen Titanbeschichtung, wirklich eine geile Sache. Was mir persönlich auch sehr gut gefällt, ist die Detailverliebtheit. Also man sieht es schon, ne? Das Ganze ist 3D gefräst, alles ist konturiert, aber sehr abgestimmt und dezent gemacht. Das Logo-Inlay hier auf der Achsschraube finde ich auch ziemlich cool. Das hat einfach auch irgendwie was Futuristisches, so simpel es ist, und sticht ja mit dieser Messing-Optik tatsächlich aus dem Gesamten echt gut hervor. Das Ganze hier, die Optik nochmal, ja, ich denke, ihr seht, was ich meine. Also die Formsprache ist, finde ich, wirklich sehr gelungen bei den WE-Modellen und vor allen Dingen hier bei dem Reaver. Also es ist wirklich ein total spannendes Messer, was ja Spaß macht, in der Hand zu halten und sich einfach anzugucken. Neben der Optik gibt es natürlich auch noch andere Dinge, die für mich persönlich bei so einem Messer wichtig sind. Und gerade bei so einem modernen Folder, ja, ist natürlich auch die Action wichtig. Das Ganze könnte entweder hier über den Nagelhau bzw. den Fuller geöffnet werden oder hier mit dem Flipper-Tab. Und das tun wir jetzt auch mal. Ja, und ihr seht schon, das macht halt richtig Laune. Und das ist ein Punkt, der mir bei diesem Messer insbesondere, aber auch bei anderen hochmodernen und vor allen Dingen gut verarbeiteten technischen Klappmessern sehr gefällt, der Spielspaß. Also wirklich die Action mit dem Ding. Auch der Framelock, das ist alles super smooth und angenehm zu bedienen, also wirklich herrlich verarbeitet
Und ja, es ist eine Freude, damit sich die Zeit zu vertreiben. Das könnte man den ganzen Tag lang machen. Deswegen wahrscheinlich auch das Stahl-Inlay in dem Titan-Frame-Lock. Ja, und Nummer 3 meiner kleinen Pro- und Kontraliste zu dem WE Reaver ist in diesem Fall die Klinge. Oder sagen wir mal die Dimensionierung. Ich finde für ein Klappmesser, und das Messer ist relativ leicht tatsächlich, natürlich durch den Titangriff, der auch hohl gefräst ist, also wirklich überall wurde Gewichtsoptimierung betrieben. Aber für so ein Klappmesser mit 22,5 cm Länge und einer 10,2 cm langen Klinge, das macht halt richtig Spaß. Das ist ein sehr vollwertiges Messer und ich finde, so fühlt es sich in der Hand auch an. Also ich habe natürlich eine große Handschuhgröße. Ich habe so Handschuhgröße 10,5, ungefähr 11. Da ist das einfach ein Klappmesser, ein Taschenmesser, was man so in der Hand hat und sich sagt, jawohl, damit lässt sich was beschicken. Und das ist definitiv auch möglich, denn wie schon gesagt, mit dieser Klinge 10,2 cm fein ausgeschliffener S35VN. Da lässt sich mit schneiden. Und die Klingenform, auch wenn sie jetzt nicht eine irgendwie geartete, fiese oder heftige Spitze hätte, die ist wirklich fürs Schneiden optimiert. Also dieser durchgehende Klingenbauch, eine Sache, die ich bei Messern tatsächlich sehr schätze, bei gewissen Messern, dadurch hat man eben immer den sogenannten ziehenden Schnitt und ein wirklich sehr gutes Schneidverhalten, auch in weicherem Schnittgut. So, das waren jetzt schon mal drei positive Aspekte aus meinem Blickwinkel auf das WE Reaver. Und ich habe auch drei, ja, sage ich mal, Wermutstropfen, die ich bei diesem Messer empfinde. Ja, fangen wir doch mal mit meinem ersten, in diesem Fall eher kleinen Kontra an. Das ist der Preis. Es liegt bei einem UVP von über 300 €. Das heißt, es ist wahrlich kein günstiges Messer. Da das Geld nicht auf den Bäumen wächst, ist natürlich weniger, in diesem Fall immer mehr. Der Euro lässt sich nur einmal ausgeben. Was man allerdings dazu sagen muss, gemessen an dem, wie viel Messer man in dem Fall für die 300 € kriegt und auch gemessen an möglichen Mitbewerbern in ähnlicher Qualität, relativiert sich dieses Negativargument doch ein wenig. Ja, eine Sache, die ich tatsächlich rein von der Konstruktion her als nicht so sinnvoll erachte, vor allen Dingen im Alltagsnutzen, ist der Taschenclip. Ich finde den Clip gut gestaltet, also rein optisch ist er astrein, fügt sich sehr gut ins Gesamtbild ein, auch rein von der Haltekraft, also von der Technik des Clips. Auch das funktioniert wirklich alles ganz hervorragend. Ich hätte mir persönlich eine Deep Carry Option gewünscht, weil so steht doch eben ein relativ großer Teil des Griffs immer irgendwie aus der Hosentasche raus. Das ist so eine Sache, die ich persönlich einfach bei Klappmessern nicht ganz so gerne mag. Also entweder mit einem Deep Carry Clip wirklich möglichst satt tief in der Tasche oder eben ohne Clip in einem Holster in einer Pouch oder irgendwie so in einer Tasche. So, dann kommen wir jetzt zu meinem letzten kleinen Wermutstropfen, den ich hier bei dem schicken WE empfinde. Und auch der ist konstruktionsbedingt. Ja, und zwar, ihr seht es schon, es ist eben ein Framelock-Folder, ein Flipper. Und in diesem Fall ist dieses Messer natürlich fernab davon, 42A-konform zu sein. Und damit ist es in Deutschland nicht legal führbar. Man darf es natürlich besitzen, man kann sich daran erfreuen oder mit gewissen Mitteln und Wegen ein berechtigtes Interesse geltend machen, womit es dann auch kein Problem wäre, es in der Hosentasche zu tragen. Aber ihr seht schon, ich bewege mich weit im Konjunktiv und auf die meisten Menschen trifft das eben einfach nicht zu. Das heißt, wir müssen uns nach dem Paragraphen 42a richten und damit darf dieses Messer halt nur in einem verschlossenen, abgeschlossenen Behältnis transportiert werden. Ja, und das ist tatsächlich auch das Erste, was mir seit Jahren in den Sinn kommt, wenn ich ein schönes, modernes, technisches Klappmesser, gerade hier bei den Framelocks oder sowas, vor mir habe und mir denke, Mensch, toll. Wirklich spannendes Modell, das hätte ich gerne, das würde ich gerne im EDC haben.
Und eben die Legalität. Ne? Das ist halt das Problem, dass wenn man es nicht als Sammler nur besitzen möchte, sondern eben als Nutzer wirklich in der Hosentasche mit sich führen will. Ich hätte mir so gewünscht, dass WE und auch andere Hersteller da einfach einlenken und zum Beispiel den Framelock so gestalten, ähnlich wie bei einem Flipjoint zum Beispiel, dass es eben frei führbar ist, also German Legal. Nun muss man auch dazu sagen, nicht überall auf der Welt sind die Gesetze so restriktiv wie hier bei uns. Es gibt natürlich noch Länder, da ist es noch ein wenig schlimmer, auch hier in unseren europäischen Nachbarländern. Aber es ist nun mal, wie es ist. Es wäre schön, so als Messer-Nerd, wenn man doch mehr und schöne technische, hochmoderne Flipper und Taschenmesser mit sich führen könnte, ohne immer das Damokles-Schwert des Gesetzesübertritts im Rücken zu haben. Ja, soweit 3 gegen 3 zu dem WE Reaver Blue Limited Edition. Und schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von dem Messer haltet oder wie eure 3 Argumente aussehen würden, pro und contra. Da wäre ich gespannt drauf. Und ja, bleibt uns treu, schaut weiter so schön unsere Videos. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Freude daran. Schreibt uns gerne auch in die Kommentare, ob euch Videos in dieser Form ebenfalls Spaß machen, ob wir das häufiger einflechten sollen oder ob wir weiter in Richtung User-Video gehen sollen. Also wir hätten gerne ein paar Tipps von euch und die droppt ihr uns einfach in die Kommentare. Gerne abonniert ihr den Kanal natürlich. Und wenn ihr Infos zu dem schicken WE-Messer oder das Messer selber sucht, dann findet ihr die wie immer bei uns auf unserer Homepage auf messerworld.de.